Hallo zusammen. In unserem Videoimpuls, da wollen wir immer auch darüber sprechen, was gerade aktuell ist und was euch bewegt. Und nicht einfach ewige Wahrheiten verkünden. Das Ganze soll immer ein paar Tage vorher im Kasten sein, was ich letzte Woche besonders schwierig fand. Ich wusste ja nicht, was würde am Montag sein. In welcher Phase würde der Krieg in der Ukraine denn am Montag sein? Und was wird in unserem Erzbistum wieder los sein? Und vielleicht würde ja irgendjemand von uns auch wieder Corona kriegen oder jemand in der Familie, sodass man auch wieder alles umplanen muss, wieder alles anders ist. Gerade merken wir es an ganz vielen Dingen, dass es unsicher ist, dass morgen schon alles anders sein kann. Deswegen gibt es diese Woche doch ein paar ewige Wahrheiten. Gott ist da, er liebt uns und begleitet uns. Gott will nur das Beste für uns. Er will Leben in Fülle für dich und für jeden Menschen. Das hat Christus in Wort und Tat bezeugt. Und sein Geist ist jeden Tag unter uns. Seid gewiss, Gott und alles, was er uns tut und sagt, hat Bestand. Trotz der Unwägbarkeiten und Unsicherheiten, die wir erleben. In diesem Sinne bleiben wir in seiner Liebe. Eine gute Woche euch.